Das ist der Oberleutnant Clemens Forell, oder genauer gesagt, das war der Oberleutnant Clemens Forell. Im Herbst 1945 wurde er mit fast 3000 anderen Gefangenen in Moskau durch ein Massenurteil zu 25 Jahren Zwangsarbeit in einem Bleibergwerk am Ostkap Sibiriens verurteilt. Es ist jetzt 1949, Herbst 1949. Schon oft in den 4 Jahren ist von Flucht die Rede gewesen. Seht euch das Gestein unserer Wohnung an. Im Blei leben, arbeiten, essen, schlafen. Wachturm, Panzer, Hunde, Scheinwerfer und sehr lebhaft arbeitende Kleinwaffen. Das Überschreiten der Grenze ist eine Frage der Intelligenz. Merken Sie sich eins. Der Verstand findet den Weg aus Sibirien heraus nie. Nur der Instinkt. Dieses Abenteuer braucht eine ganz andere seelische Konstitution als Ihre und meine. 16 Schuss habe ich. Nein, nur 8. Ich kann das Magazin nicht nachladen. 8. 3 für jeden von euch. Und wenn es umsonst war, 2 für mich.